Hallo, mein Name ist Alex Fischer und heute möchte ich euch einen Tipp geben, wie ihr sehr günstig an Baumaterial herankommt. Also sprich, wenn ihr zum Beispiel eine Wohnung zu renovieren habt oder größere Sachen zu renovieren habt, wie kommt man günstig an Baumaterial ran? Ganz einfach, man meldet ein Gewerbe für Baustoffhandel an. Das kostet zwischen 17 und 35 Euro beim Gewerbeamt und ihr habt dann einen Gewerbeschein für Baustoffhandel. Bedeutet, mit diesem Gewerbeschein könnt ihr euch bei Großhändlern, bei Baustoffgroßhändlern registrieren lassen. Die könnt ihr im Internet googeln, meldet euch dort an, eröffnet bei diesen ein Konto, also die führen jeweils ein Konto über die jeweiligen Handwerker bzw. Leute, die bei ihnen registriert sind, und schon bekommt ihr die Materialien zu Einkaufspreisen. Jetzt wird sich der eine oder andere von euch fragen, was bedeutet das denn steuerlich für mich? Vom Prinzip ist es ganz einfach. In der Steuererklärung gibt ihr einfach an, dass dort nichts gelaufen ist, was ja auch nicht ist. Ihr habt nicht gehandelt, sondern ihr habt es in Vermietung und Verpachtung selbst benutzt und gebt einfach die Anlage GSE, das ist gewerbliche und selbstständige Einkünfte, mit lauter Nullen ab. Ich denke, diese 5 Minuten Arbeit lohnen sich, wenn man 30 bis 40% Rabatt kriegt. Das, denke ich, ist ein guter Tipp. Vielen Dank, euer Alex Fischer.